Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und jetzt geht es nämlich los. Die Aalener in den dunkelblauen bzw. schwarzen Trikots von links nach rechts. Und Karl Marienborn, die Gastgeber hier von rechts nach links in Rot. Los geht's in dieser Partie hier am Samstagnachmittag. Der nächste Vorschuss der Aalener über Mike Piel. In die Mitte. Ja, warum denn nicht? Erster Abschluss und das ist der erste Treffer. Ganz früh klingelt's hier in Karl Marienborn und zwar für Rot-Weiß Aalen 1:0. Und es sieht nach dem Mann mit der Nummer 18 aus. André Day jubelt hier über seinen 7. Saisontreffer. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Mike Piel, schön durchgesteckt. Ja, wie frei willst du denn im 16er da stehen? Also, das ist natürlich ein Geschenk hier für die Aalener. Die sagen mit Sicherheit, vielen Dank, nehmen wir gern an. Und so steht es hier nach 4,5 Minuten schon 1:0. Auch damit du hier mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen kannst. Und das tun sie bisher. Nächster Angriff, Piel. Den kann er auch mal machen, aber oh mein Gott. Oh mein Gott, den legt er vorbei. Meine Güte, wir schauen das Ganze nochmal an. Also Karl Marienborn, die Hintermannschaft, die macht hier Geschenke ohne Ende. Mike Piel taucht dann da auf vor Jendrusch und dann, ja, wird da einfach das leere Tor nicht getroffen. Robert Jendrusch war da schon geschlagen. Das wäre die Möglichkeit gewesen, schon nach 6 Minuten hier mit einem Doppelschlag zu starten. Guter Ball von Klann. Und nächster Vorschuss der Aalener. Gut durchgesteckt, richtig schöner Angriff. Das ging mal richtig gut und schnell nach vorne. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Da geht der Ball dann auf Jan Holdag. Der nimmt den auch nicht schlecht, aber eben knapp am Pfosten vorbei. Aber das ist hier ein richtig guter Start. Wird der Ball im Dreieck ein bisschen hin und her geschoben, aber ja, bis auf Enzo Wirtz, der da ab und zu so ein bisschen den Weg in die Spitze sucht, kommt da eben nicht viel. Da hast du keine Anspielstation. Das ist jetzt eine aussichtsreiche Position für einen Freistoß. Und ja, der hat schon gelb gehabt. Ah, und das ist der Platzverweis. Ja, gelb-rot. Aber was willst du machen? Gut 33 Minuten gespielt. Jannis Hoffmann von Karl Marienborn fliegt hier vom Platz und die müssen ab jetzt in Unterzahl agieren. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Bulut kommt da mit Tempo über außen. Ja, und was soll er sich da beschweren? Da kommt Jannis Hoffmann einfach zu spät. Es geht wieder über die linke Seite, über Thomas. Hoher Ball. Enzo Wirtz. Ja. Probiert dann Daniel Waldrich. Zweimal direkt in Folge. Können wir uns nochmal anschauen. Ja, gut festgemacht eigentlich. Der Ball von Enzo Wirtz. Der will ihn da ablegen. Aber dann ist da noch ein Aalener Ball zwischen. Dann wird es da mit dem Fallrückzieher probiert. Von Daniel Waldrich. Aber den kriegt er dann nicht. Platziert aufs Tor. So, jetzt ein erster Vorstoß der Aalener in dieser zweiten Hälfte über Piel. Ja, Bulut. Und ja, kein schlechter Abschluss. Ja, der kommt halt dann so ein bisschen überraschend. In dieser Situation für Patrick Twarzig sehen wir hier nochmal Bulut. Ja, der ist ja Ball dann zu hoch, den kann er nicht verwerten. Und ja, Twarzig, dann fällt er ihm halt vor die Füße. Und da reagiert er dann doch nicht schnell genug. Aber es ist ein erster Abschluss. Das ist Piel. Piel sucht direkt den Abschluss und den setzt er einfach mal in den Knick. 2:0 für Aalen. Mike Piel ist der Torschütze. Was ein Start wieder in diese zweite Hälfte. Wieder ein Frühstart, wie auch schon in Hälfte 1 für Rot-Weiß Aalen. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal an.
Da kommt Mike Peel über außen und bevor er dann querlegt, sagt er sich, oh, ich mach das Ding noch selber, super Abschluss. Jendrusch ist da ohne Chance in dieser Situation. Und damit steht es 2-0. Holdak Abschluss und auch der ist drin. Was geht denn hier ab? Jan Holdak 3-0 Ahlen. Jetzt haben sie auch noch das Glück auf ihrer Seite und können sich hier richtig befreien. Wiederholung. Schauen wir uns hier nochmal an. Holdak probiert es dann da einfach und dann hat da, glaube ich, Tuncan noch seinen Fuß zwischen. Und deswegen ist da überhaupt nichts mehr zu machen für Jendrusch. 3-0. Und das geht hier vom Spielverlauf her auch vollkommen in Ordnung. Man ist zweimal hier richtig gut in die beiden Hälften gestartet. Hat sich zweimal oder jetzt auch schon zum dritten Mal belohnt. Und während ich das sage, fällt hier der Anschlusstreffer. 1-3. Meine Güte. Das war Daniel Waldrich, der Mann mit der Nummer 21. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal an. Der hat da ein bisschen Platz, sieht da vielleicht auch, dass Till Brinkmann ein bisschen weit vorm Tor steht und denkt sich ja, warum denn nicht? Ja, und jetzt gibt es nochmal den nächsten Angriff für Karl Marienborn. Warum denn nicht? Und wieder die Ahlener, wieder über Tuma. Uiuiui. Ja, und Waldrich bringt den Ball in die Mitte und das muss doch das 2-3 sein. Lukas Skepanik, wir schauen uns das hier nochmal an. Da wird die komplette Verteidigung einmal überspielt. Waldrich, da ist der Winkel zu spitz, klar, dann legt er den Ball aber super rein. Und Skepanik, der wird ihm da auf dem Silbertablett serviert und er haut das Ding drüber. Kiri. Uiuiui, da prallt der Ball, Pascal Itter, selber an den Arm und das ist das 2-3. Das glaubt dir doch keiner hier. Karl Marienborn legt nach. Und kommt hier wieder zum Torerfolg. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ja, der hat da einfach zu viel Platz. Das muss man einfach so sagen. Und es ist wieder Daniel Waldrich. Ich habe ihn eben noch gelobt und jetzt macht er hier seinen zweiten Treffer und sorgt dafür, dass wir hier mit Sicherheit eine richtig zittrige Schlussphase erleben werden. Über links kommt Tuma, der bekommt den Ball. Tuma und da gibt es einen Kontakt und es gibt den Elfer. Es gibt den Elfer für Rot-Weiß Aalen. Und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ja, klarer Fall, Merlin Schlosser macht das da nicht sehr feinfühlig gegen Davut Tuma. Wer geht als Sieger hervor aus diesem Elfer-Duell? Holdak oder Jendrusch? Es ist Holdak! 4-2 für Aalen. Mann, ist das jetzt wahrscheinlich hier der große Brustlöser. Jan Holdak macht das da super cool. Setzt ihn da flach unten ins rechte Eck und schnürt hier den Doppelpack. Und jetzt ist hier Schluss. Was eine große Erleichterung für Rot-Weiß Aalen. Die nehmen hier diese wichtigen, ja, eigentlich erzwungenen 3 Punkte mit beim ersten FC Karl Marienborn. Aber das war hier alles andere als selbstverständlich. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal?
Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.